Über die Aufenthaltszeit eine Minute betragen, im Fernverkehr zwei Minuten. Das bedeutet, in einer Minute müssen die Menschen aussteigen und wieder einsteigen. Fernverkehr mit Koffern, zwei Minuten aussteigen, einsteigen. Das ist so knapp gemessen, dass es vielleicht irgendwann mal nachmittags um 14.30 Uhr geht, aber sonst nicht, vor allem nicht im Berufsverkehr. Heute kommt ungefähr alle zwei bis drei Minuten ein Nahverkehrszug, der Pendler bringt nach Stuttgart und die steigen in Stuttgart aus. Bringen Sie mal in einer Minute 500 bis 600 Menschen aus einem Zug heraus. Ich weiß nicht, wie das geht so. Heute beim 16-gleisigen Hauptbahnhof kommen die Menschen...